Herr Schlegel, warum stehen Managed Services auf der Tagesordnung hier auf der Frühjahrstagung des Krankenhaus-IT-Leiterverbandes und auch bei Ihnen im Klinikum? Ja, es gibt natürlich mehrere Ursachen dafür. Eine dieser Ursachen ist, dass natürlich die Ökonomie uns zwingt, manche Spezialistenaufgaben zu vergeben, auch langfristig. Ein zweiter Zwangsgrund ist natürlich der, dass wir Probleme haben, personell dies selbst zu stemmen. Wir haben Rekrutierungsprobleme, Gewinnungsprobleme von qualifizierten Fachpersonal. Das hat nämlich mehrere Gründe. Der eine Grund ist, in unserer boomenden Wirtschaft momentan zieht es Informatiker und Medizininformatiker eher in Branchen, die mehr bezahlen. Ein Grund. Der zweite Grund dürfte auch sein, dass das Image des Informatikers in Kliniken nicht besonders hoch angesiedelt ist. Da haben wir noch Hausaufgaben zu lösen. Die Bezahlung, da muss ich wieder differenzieren. Viele kleine Krankenhäuser haben dort Probleme. Wir als großes Krankenhaus haben dieses Problem erkannt und ich habe gewisse Möglichkeiten bei mir im Klinikum Nürnberg. Ich glaube aber, wir sind nicht die Mehrheit der Kliniken, die so für sich sprechen können. Was kann man dagegen tun? Ja, seit Jahren bilden wir selbst Fachkräfte aus. Wir haben 4 Ausbildungsberufe, die wir ausbilden bei uns und wir haben fast alle Mitarbeiter übernehmen können. Aber wir bilden nicht nur aus in den Lernberufen, sondern wir bilden auch aus Studenten. Wir haben ein Abkommen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, wo wir Studenten an die Hochschule schicken und die restliche Studienzeit verbringen die bei uns, machen auch ihre Bachelorarbeit und so weiter. Um diese jungen Menschen dann bei uns zu binden, lukrativ Gehälter zu bezahlen zu können und auch eine Weiterentwicklung zu bieten, bieten wir auch ein Modell an, dass wir diese jungen Menschen nach dem Bachelorstudium 2-3 Jahre arbeiten lassen und dann denen die Möglichkeit geben, ein Masterstudium anzuschließen. Dies subventionieren wir, indem wir diesen Mitarbeitern eine Halb- oder Teilzeitstelle geben. Die verpflichten natürlich alle Praxisarbeiten, Masterarbeiten für uns zu machen. Die finanzieren damit ihr Masterstudium und bekommen danach natürlich auch einen adäquaten Arbeitsplatz, wo wir auch gehaltlich natürlich den Masterabschluss auch honorieren. Eine Sache, die sehr gut ist, die sehr gut ankommt und wir haben sehr gute Leute dadurch gewinnen können und haben uns einen Teil dieser Misere entledigt, keine Fachkräfte bekommen zu können.